Ungeklärte Fälle. Bewegendes Schicksal. Große Geschichte. ZDF History mit Guido Knopp. Geheime Waffen des NS-Regimes. Manche ein verlustreicher Irrweg, andere ihrer Zeit weit voraus. Der Mythos von den Wunderwaffen. Technische Höchstleistungen für den verbrecherischen Krieg. Willkommen, liebe Zuschauer. Es war der meist geraunte Satz im letzten Kriegsjahr. Hitler habe noch was in der Hinterhand, um den verlorenen Krieg am Ende doch noch zu gewinnen. Streng geheime Waffen mit enormer Wirkung, Wunderwaffen eben. Und tatsächlich gab es ja gewisse neue Techniken, die Eindruck machten. Düsenjäger, Marschflugkörper und Raketen, von der Wochenschau mit allem Pathos vorgestellt. Die drohende Niederlage hatte den Erfindergeist geweckt. Alles kam zu spät, Gottlob, und vieles war nicht ausgereift. Doch einiges so wegweisend, dass die verblüfften Alliierten nach dem Krieg die deutsche Technik einfach übernahmen und kopierten. Sehen Sie die Geschichte dieser sogenannten Wunderwaffen. Manche waren so geheim, dass sie bis heute völlig unbekannt geblieben sind. Eine verborgene Anlage in Nordfrankreich. Geschützt von meterdickem Stahlbeton. So hätte ihr Einsatz ausgesehen. Dauerfeuer gegen London. Als sogenannte Vergeltung für die Bomben auf Deutschland. Hitlers Superkanone. Ihr Einsatz kann erst im letzten Moment verhindert werden. Ende Mai 1940. Deutsche Truppen an der französischen Kanalküste. Von Dünkirchen aus flieht die britische Armee übers Meer. Frankreich ist in deutscher Hand. Die Wehrmacht steht jetzt in Sichtweite der englischen Küste. Eine Invasion will Hitler nicht riskieren. Seine eigentlichen Ziele liegen im Osten. Stattdessen gibt er Weisung, die renitente Insel aus der Luft zu zermürben und so zum Frieden zu zwingen. London ist von Frankreich aus leicht zu erreichen. Die Millionenstadt wird im Jargon der Wehrmachtplaner zum, Zitat, Fernkampfziel erster Ordnung. Doch in der sogenannten Luftschlacht um England von Sommer bis Ende 1940 muss die sieggewohnte deutsche Luftwaffe eine schwere Niederlage einstecken. Bomben auf Engeland wird zum Fiasko. Mehr als 2000 deutsche Flugzeuge gehen verloren. Die Suche nach Alternativen führt zu altbewährten Mitteln. Schwere Eisenbahngeschütze sollen von Nordfrankreich aus über den Kanal feuern. Das damals weittragendste deutsche konventionelle Geschütz schoss bei guten Wetterbedingungen etwa 125 Kilometer. Calais war der in der Tat nördlichste Punkt, der sich in deutscher Hand vor England befand. Die Entfernung Calais-London ist aber 160 Kilometer. Ging nicht. Die Granaten der Fernartillerie richten schwere Schäden an. Allerdings nur an der Küste, wie hier in Dover. Hitler verlangt größere und stärkere Geschütze. Sie müssen London treffen. In Wetzlar bei den Röchling-Stahlwerken arbeitet der Ingenieur August Könders an neuartigen Granatentypen. Könders war einer von den Erfindern, die das bisher Dagewesene einfach in Frage gestellt haben. Könders hat sich gesagt, ein Indianer schießt mit einem Pfeil, da ist hinten eine Feder drin. Das fliegt auch richtig. Könders hat Pfeilgeschosse entwickelt. Und Könders hat Geschosse entwickelt, die unterkalibrig waren. Also nicht mehr dick und kurz wie vorher, sondern kleines Kaliber und dafür ganz lang. Das Geschoss wurde vorne und hinten durch Schalen gehalten, die im glatten Rohr mitgingen, mit dem Geschoss gingen und nach dem Verlassen des Rohres abfielen. Fast keine Reibung im Geschützrohr. Die neuen Geschosse ergänzt Könders durch den Bau einer Kanone mit Rekordreichweite. Beim Abschuss zieht das Projektil im Rohr einen Feuerschweif hinter sich her. Dadurch entzünden sich Treibladungen in seitlich angebrachten Kammern und erhöhen so die Geschossgeschwindigkeit. Im Mai 1943 erfährt Hitler von der Idee und ist begeistert. Er gibt Befehl zum Bau der ersten sogenannten England-Kanone. Zu dieser Zeit gibt es nur noch selten Luftalarm in London.
Und von der neuartigen Waffe der Deutschen ahnt noch niemand etwas. Dort, wo der Kanal am schmalsten ist, am Pas-de-Calais, soll die Superkanone installiert werden, unterirdisch. Als Vergeltungswaffe 3, oder kurz V3, wie sie später genannt wird. Mimoyek, 8 Kilometer hinter der Kanalküste. Seit August 1943 treiben hier 5000 Zwangsarbeiter ein gigantisches Tunnelsystem in den Kalkfelsen. Unter oft unmenschlichen Bedingungen. In einem Gedicht aus der Zeit des Tunnelbaus heißt es: Igor gräbt mit seinen Brüdern. Getreten von den Stiefeln der Unterdrücker schwitzen sie Blut und Tränen. Tief unten in der Erde, voller Angst vor dem neuen Krieg, der von hier aus geführt werden soll. Eine Rekonstruktion anhand der alten Baupläne. 50 Geschütze sollen in Mimoyek ins Gestein eingebaut werden, mit einer Rohrlänge von jeweils mehr als 100 Metern. Eine einzige Salve besteht aus 50 Röchling-Pfeilgranaten, 500 Geschosse pro Stunde. Nur die Geheimhaltung ist ein Problem bei einer Anlage mit solchen Ausmaßen. Die ganze Anlage hatte eine Dimension, dass sie vom Feind entdeckt werden musste, zu jener Zeit. Die Alliierten hatten die totale Luftüberlegenheit. Jeder Aufklärer hätte sofort gesehen, dass da irgendetwas gebaut wird, bei dem man keine Pilze züchtet. Wenn sie funktioniert hätte, hätte jeder Abschuss ein Mündungsfeuer bewirkt, das sofort Alliierte oder Spione oder Resistance-Leute gesehen hätten. Also von vornherein ist das eigentlich unsinnig gewesen. Um den Einsatz der Superkanone zu verhindern, setzen die Briten ihrerseits eine Geheimwaffe ein. Die Tallboy-Bombe. 5 Tonnen Sprengstoff, hohe Fallgeschwindigkeit, in der Lage, meterdicken Beton zu durchschlagen. Am 6. Juli 1944 zerstören mehrere Tallboys die Anlage von Mimoyek. Sie feuert keinen einzigen Schuss ab. Nur ein vergleichbares Geschütz bei Trier kommt während der Ardennenoffensive kurz zum Einsatz, ohne große Wirkung. Der britische Angriff auf Mimoyek kostet tausende Zwangsarbeiter das Leben. Die meisten ersticken in den Stollen der Anlage. Namenlose Opfer eines Wahns, der Vergeltungsfantasien mit blindem Technikglauben vereint. Die Superkanone als irrationale Hoffnung eines unterlegenen Diktators. Ein Muster, das sich mehr als 40 Jahre später zu wiederholen scheint. 200 Kilometer nördlich von Bagdad lässt auch Saddam Hussein ein gigantisches Geschütz in den Felsen treiben. Es heißt Baby Babylon und soll Jerusalem treffen. 1996 wird die Anlage von UN-Waffeninspektoren entdeckt und außer Funktion gesetzt. Sie bleibt, so wie Hitlers V3, ein Irrweg der Militärtechnik. Bizarr und am Ende wirkungslos. Ganz anders unser nächster Fall. Das ist V1, die unerwartete deutsche Waffe. Für sie erfinden Hitlers Propagandakrieger den Begriff Wunderwaffe. Die V1, der erste Marschflugkörper der Militärgeschichte. Sie ist eigentlich alles andere als ein Wunderwerk der Technik. Eher eine fliegende Blechröhre mit primitiver Steuerung. Ihre einzige Aufgabe heißt Vergeltung im längst verlorenen Luftkrieg. März 1942, alliierte Bomber auf dem Weg nach Deutschland. Zuerst trifft es Lübeck, dann Köln und am Ende fast jede deutsche Stadt. Nacht für Nacht sterben Tausende. Erstickt, verbrannt, von Trümmern erschlagen. Görings Flieger haben die Lufthoheit über Deutschland verloren. An wirkungsvolle Angriffe gegen England ist schon lange nicht mehr zu denken. Und auch über dem Reichsgebiet sind die Jäger mit dem Hakenkreuz zu Gejagten geworden. Im Luftfahrtministerium steht man unter großem Erfolgsdruck. Die Fieseler Werke legen einen Plan vor, der Angriffe auf feindliche Städte ohne eigene Verluste verspricht. Mit einer, Zitat, in Flugzeugform fliegenden Mine. Die Konkurrenz vom Heer werkelt schon seit Jahren an einem ähnlichen Projekt, der späteren V2. Die Zeit drängt und das Gerangel um Forschungsgelder ist in vollem Gang. Die Luftwaffe als Angriffswaffe drohte durch die Heeresentwicklung
der V2 ins Hintertreffen zu geraten. So bot sie die Fieseler Flugbombe an, eine einfach herzustellende Waffe, mit der ähnliche Effekte erzielt werden konnten und die auch schnell in den Einsatz gebracht werden konnte. Die V1 ist eine Billigwaffe. Sie besteht aus einfachem Stahlblech und einer Tonne Sprengstoff. Ein Kreiselkompass gibt die Richtung vor. Das kleine Strahltriebwerk kommt mit normalem Flugbenzin aus. Vom Planungsbeginn bis zum Erstflug vergehen gerade mal 6 Monate. Noch mitten in der Testphase beschert Goebbels der V1 den ersten Einsatz als Propagandawaffe nach der Niederlage von Stalingrad. Wir sind mehr noch als bisher eine kämpfende und arbeitende Gemeinschaft, die auf die Stunde wartet, da der Führer mit unseren neuen Waffen seinen Truppen wieder den Befehl zum Angriff geben kann. Die Schlagkraft der neuen Waffe ist noch ungewiss. Doch für die Propaganda ist das nebensächlich. Goebbels weiß, dass vage Hoffnungen manchmal wirkungsvoller sind als nüchterne Zahlen und Fakten. Die Wunderwaffenpropaganda funktionierte meist durch Mund-zu-Mund-Propaganda und war deswegen sehr, sehr ungenau gehalten. Es sollte geradezu diese Propaganda sich fortsetzen. Und natürlich war dann bei der Bevölkerung die Stimmungslage da, da kommt noch irgendwas. Die Illusion ist langlebig. Amerikaner und Briten landen in Frankreich. Der Krieg kommt jetzt von 2 Seiten immer näher. Das Einzige, was noch helfen kann, so glauben viele Deutsche, sind die versprochenen Wunderwaffen. 6 Tage nach der Landung in der Normandie kommen die ersten Flugbomben zum Einsatz. Die Wochenschau jubelt. Unter den orgelnden, unheimlichen Tönen von V1 leben London und die angegriffenen Teile Südenglands in ständiger Furcht und Nervosität einer ungewissen Zukunft entgegen. Innerhalb von 2 Wochen werden mehr als 1000 Stück auf London abgefeuert. Entweder vom Boden aus oder auch aus der Luft, um weiter entfernt liegende Ziele zu treffen. Die Briten fürchten den, wie es heißt, deutschen Angriffsroboter. Mehr als 6000 Menschen werden durch V1-Einschläge getötet. Aber die Treffer sind ungenau und wahllos. Niemand weiß, wo sie einschlagen werden. Die Wirkung auf die Moral des Gegners ist weit größer als die rein militärische Bedeutung. Die psychologische Wirkung war vielleicht der größte Erfolg der V1. Die Opferzahlen waren gering. So viele Menschen, wie die V1 insgesamt getötet hat, starben in einem einzigen Luftangriff auf deutsche Städte. Die Produktion bleibt deutlich hinter den geforderten Zahlen zurück, trotz der einfachen Bauweise. Dazu kommt, dass die Testphase viel zu kurz war für einen neuen Waffentyp. Jede 5. V1 ist ein Blindgänger. Britanniens Luftabwehr stellt sich schnell auf den neuen Gegner ein. Die sturgerade ausfliegende Blechröhre ist bei Tag eine leichte Beute. Ihre große Sprengladung macht dagegen den Abschuss durch Jäger lebensgefährlich. Britische Piloten entwickeln deshalb ein riskantes Flugmanöver. Sie bringen anfliegende V1 nur durch das Antippen mit dem Flügel zum Absturz. Der schnelle Vormarsch der Alliierten in Frankreich macht Antwerpen zum neuen Hauptziel der Flugbomben. Eifelschreck heißen sie jetzt bei den Deutschen, wegen der vielen Blindgänger, die auf eigenes Gebiet stürzen. Ende 1944 kommt die große Enttäuschung. Da waren ja tatsächlich dann viele V-Waffen im Einsatz und bei der Bevölkerung machte sich die Erkenntnis breit, jetzt ist der Krieg verloren, auch diese Wunderwaffen können ihn nicht mehr umkehren. In Antwerpen und Umgebung sterben noch einmal mehr als 4000 Menschen durch den Einsatz der vermeintlichen Wunderwaffe. Die Entscheidung im Zweiten Weltkrieg bringen andere, herkömmliche Waffen. Dennoch interessieren sich die Siegermächte sehr für die V1. Diese Flugbomben kamen in Wirklichkeit zu früh. Ihre Steuerung war noch so schlecht, dass nur ein Bruchteil überhaupt ein Ziel wie eine Großstadt traf. Außerdem besaßen sie nur konventionelle Sprengköpfe. Die Amerikaner verfügen über Atombomben und suchen im besiegten Deutschland nach Plänen und Bauteilen der V1. Ihre Weiterentwicklungen, die sogenannten Cruise Missiles, gehören im Kalten Krieg zum Arsenal der Abschreckung. Als nuklear bestückte und kaum zu ortende Massenvernichtungswaffen. Die
Nach dem Kalten Krieg erlebte die Cruise Missile dann noch eine zweite Karriere als kleine taktische Präzisionswaffe, die durch ihren Einsatz im Ersten Golfkrieg berühmt wurde. Doch auch die Nachfolger der V1 sind Propagandawaffen. Ihre angeblich chirurgisch präzisen Schläge ohne zivile Opfer erweisen sich als fatale Illusion. Unsere nächste Wunderwaffe tötet nicht. Sie rettet Menschenleben. Der Bunker Elbe 2 im Hamburger Hafen. Bilder aus den 80er Jahren. Drei Exemplare eines einst hochgeheimen U-Boot-Typs rosten im Elbwasser vor sich hin. Der Bunker ist heute zugeschüttet. Die geheimnisvollen Boote liegen noch immer dort. Sie stammen aus einer Zeit, als der Seekrieg von technischen Neuerungen revolutioniert wird. 1943 verlieren Deutschlands U-Boote ihren größten Trumpf, die Unsichtbarkeit. Sonar, Radar und Funkentschlüsselung der Alliierten führen zur Versenkung von 43 deutschen U-Booten in nur 4 Wochen. Großadmiral Karl Dönitz muss alle noch im Einsatz befindlichen Boote in die Heimat zurückrufen. Die U-Boot-Waffe war ab Mai 1943 die Einsatzsituation so katastrophal, dass die meisten U-Boote, die auf den normalen Techniken basierten, nicht mehr aus dem Einsatz zurückkamen. Es musste also dringend ein neuer Typ konstruiert werden, der wenigstens den Besatzungen die Möglichkeit gab, einen erfolgreichen Angriff zu führen und lebendig wieder zurückzukommen. In nur 3 Monaten entstehen die Pläne für ein völlig neues, allen anderen Modellen weit überlegenes U-Boot. Der sogenannte Typ 21. Er ist 76 Meter lang und hat mehr als 1600 Tonnen Wasserverdrängung. Fast doppelt so viel wie der bisherige Typ 7. Der Typ 21 fährt mit 18 Knoten schneller als jeder Konvoi und das unter wie über Wasser. Vor allem aber kann er sehr lange getaucht fahren und damit unentdeckt bleiben. Eine Wunderwaffe zur See? Wir konnten 6 Wochen unter Wasser bleiben, ohne aufzutauchen, und haben einen Aktionsradius von ein Dreivierteljahr, ohne verseucht zu werden. Diese Boote sollten mit 400 Booten die Küste von Amerikas blockieren. Jetzt erzähle ich mal was. Da wollten wir Amerika mit aufschwungen. Da wäre kein Schiff rausgekommen aus Amerika. Auch die Produktionsweise ist völlig neu. Der Typ 21 wird tief im Binnenland gefertigt, in einzelnen Sektionen. Auf den Werften in Hamburg, Bremen und Danzig erfolgt nur die Endmontage. Alle anderen Projekte der Marine werden zurückgestellt. Die gesamte Baukapazität auf den Typ 21 konzentriert. Trotz der ständigen Bombenangriffe können bis Kriegsende rund 120 Boote des neuen Modells in Dienst gestellt werden. Dafür sind der Marineleitung auch verbrecherische Mittel recht. Zehntausende Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge machen das Bauprogramm erst möglich. Auf dem Atlantik kämpft die Kriegsmarine währenddessen einen aussichtslosen Kampf mit den alten Bootstypen. 1944 gehen 241 deutsche U-Boote verloren, samt Besatzungen. Im gleichen Zeitraum sinkt die versenkte alliierte Tonnage auf weniger als die Hälfte. Kann das neue Modell, der Typ 21, überhaupt noch etwas bewirken? The Type 21 could operate submerged. Der Typ 21 konnte getaucht operieren, ohne an die Oberfläche zu kommen. Er hatte einen Schnorchel für die Aufladung der Hochleistungsbatterien. Er konnte getaucht so schnell fahren wie über Wasser. Er war vielmehr ein echtes U-Boot als etwa der alte Typ 7. Für die Jagd auf alliierte Schiffe ist der Typ 21 mit zusätzlichen Neuerungen versehen. Ein Echolotsystem namens Nibelung soll das bisherige optische Zielen ersetzen. Der Kommandant muss nicht mal mehr das Seerohr ausfahren, wenn er die neuen lageunabhängigen Torpedos abfeuert. Die Wende im Seekrieg? Wenn Deutschland den Typ 21 früher hätte einsetzen können, dann wäre eine neue Offensive auf dem Atlantik sicher möglich gewesen. Vor allem die hohe Unterwassergeschwindigkeit der Boote hätte es den alliierten Eskorten sehr schwer gemacht. Im Januar 1945 liegen die ersten 9 Boote zur Erprobung in Danzig. Dort erleben die Besatzungen den großen Exodus der Ostpreußen und Pommern. Millionen sind auf der Flucht vor der Roten Armee und versuchen, per Schiff in den Westen zu gelangen. Die U-Boote erhalten Befehl, Travemünde oder Kiel anzulaufen.
Mehrere Kommandanten entscheiden sich, Flüchtlinge an Bord zu nehmen. Auch Horst Willner von U-3505. Er weiß, dass die Mitnahme von Zivilisten streng verboten ist, erst recht auf einem Typ 21-Boot. Doch die Besatzung steht hinter ihrem Kommandanten. Mehr als 60 Frauen und Kinder zwängen sich in die Stahlröhre des U-Boots. Wir hatten ja keine Torpedos an Bord. Stellen Sie sich vor, 21 Torpedos. Da war ja Platz genug. Und dann gingen die durch das schmale Schiff, zwängten sie sich durch, setzten sich irgendwo hin und haben da also jetzt wie die Heringe auf der Stange da gesessen. Wo Platz war, haben wir die untergebracht. Ne? Wir haben die bei uns, wo wir geschlafen haben, waren die drinnen überall natürlich. Ist klar. War ja sonst kein Platz nicht da. Ne? Du hast bloß schon erkennen, dass die irgendwo ein Eck gefunden haben. Wir haben teilweise hinten im Klo drinnen geschlafen oder irgendwo. Das war egal. Aber die haben wir schon untergebracht, das hat schon passt. Mit einem hatte ich mich mal unterhalten. Der kam aus Elbing. Der war schon von seiner Mutter getrennt worden, ist er bis nach Gutenhafen gelaufen. Tagelang ist er umhergeirrt und wusste nicht, wo seine Eltern waren, gar nichts. Und dann tauchte er in der Masse der anderen Kinder auf. Der hat sich gefreut. Und da bin ich heute noch stolz, dass ich den kleinen Kerl da hier mitnehmen konnte. Der machte so einen sympathischen Eindruck und hatte auch nur das Gefühl, Donnerwetter, ich bin jetzt ganz sicher, jetzt passiert mir nichts mehr. Keines der Boote vom Typ 21 kommt noch zu einem Kampfeinsatz. Diese Wunderwaffe kommt zu spät, um Menschen zu töten. Doch sie rettet Leben, so wie U-3505 von Kommandant Horst Willner. Seine Flüchtlinge gehen in Travemünde von Bord. Die Missachtung der Befehle bleibt ohne Folgen. Retter und Gerettete von U-3505 halten Kontakt, bis heute. Weil die neuen Boote nicht rechtzeitig einsatzfähig sind, verfällt die Marineleitung auf verzweifelte und menschenverachtende Kampfmethoden mit eingeplanter Selbstopferung von Freiwilligen. Am Ende ist die Kriegsmarine genauso Teil des verbrecherischen Krieges wie das Heer oder die Luftwaffe. Und genauso wie bei den anderen Teilstreitkräften machen die Alliierten auch hier Jagd auf deutsche Waffentechnik. Die Neuerungen des Typs 21 werden von allen Siegermächten übernommen und kopiert. Unsere nächste Geschichte handelt von Verzweiflung und verblüffendem Pioniergeist. Mai 1945. Während sich Hermann Göring, der Chef der Luftwaffe, den Siegern ergibt, fahnden US-Spezialeinheiten nach einem fliegenden Phantom. Deutsche Düsenjäger haben sie schon erbeutet. Doch was sie suchen, ist ein ganz besonderes Flugobjekt. In Friedrichsroda in Thüringen werden sie endlich fündig. Die Amerikaner stoßen auf eine Maschine, die allen Lehrsätzen der Aerodynamik zu widersprechen scheint. Eine Maschine, die ihrer Zeit nicht Jahre, sondern Jahrzehnte voraus ist. Es ist die Horten 9, einer von drei Prototypen. Sie sah toll aus, effizient, schnell und bedrohlich. Eine einmalige Form. Die Technik war sehr fortschrittlich. Ein Abfangjäger mit Düsenantrieb. Schneller als alles, was die Alliierten hatten. Diese Maschine hätte den Luftkrieg verändern können. Am Himmel über Deutschland wird ein ungleicher Kampf ausgetragen. Die deutsche Luftwaffe wirft sich mit hoffnungslos veralteten Modellen der alliierten Übermacht entgegen. Eine ganze Generation junger Piloten wird sinnlos geopfert. Zwar gibt es eine ganze Reihe von Neuentwicklungen, doch die Luftwaffenführung kann sich nicht entscheiden. Soll sie Lenkwaffen vom Typ Fritz in Serie produzieren oder doch lieber die neuen Luftabwehrraketen mit dem schönen Namen Rheintochter? Soll man eher auf Angriffswaffen setzen oder auf die bitternötige Luftverteidigung? Das Ergebnis der Unschlüssigkeit sind eine ganze Reihe teils bahnbrechender, teils bizarrer Flugobjekte. Getestet wird viel, in Serie gebaut fast nichts. Die ersten Hubschrauber werden ausprobiert, genauso wie ein zweistrahliger Düsenbomber namens Arado, Blitz. Der ist zwar schneller als die alliierten Jäger, kommt aber über ein zaghaftes Testprogramm nicht hinaus. Diese Maschinen standen als Prototypen eigentlich schon lange auf den Flugplätzen, hatten ihren Erstflug absolviert. Auf der anderen Seite gab es natürlich Probleme bei der Umsetzung in der Produktion und dann für die Einsätze.
Wenn Sie das vergleichen mit dem Eurofighter, der hat fast 20 Jahre benötigt, von der ersten Konzeption bis zu dem Augenblick, wo er wirklich in der Truppe stand. Und hier reden wir darüber, dass es eine völlig neue Technologie war. Konzeptionslosigkeit herrscht besonders bei den Jagdflugzeugen. In der Entwicklung von Düsentriebwerken sind die Deutschen führend. Die Messerschmitt 262 absolviert ihren Jungfernflug schon 1941. Doch Hitler besteht darauf, die Maschine auch als Bombe auszulegen. Ihre Entwicklung verzögert sich, sie kommt zu spät und in viel zu geringer Stückzahl. Abhilfe sollen improvisierte Billigmaschinen wie der sogenannte Volksjäger Heinkel 162 schaffen. Schnell, aber schwer zu beherrschen. Die Piloten sollten aus der Hitlerjugend rekrutiert werden. Rumpf und Flügel werden aus Holz gefertigt, der einzige Rohstoff, der noch ausreichend vorhanden ist. Nur eine Handvoll Volksjäger kommt noch zum Einsatz. Zwei werden von US-Maschinen abgeschossen. Es fehlt an allem im letzten Kriegsjahr. Nur nicht an der Bereitschaft, auf technische Wunder zu hoffen. Um den deutschen Vorsprung bei der Raketentechnik auch im Luftkrieg zu nutzen, wird der erste Raketenjäger der Welt entwickelt. Die Messerschmitt 163, auch das Krafteei genannt. Scheinbar zu Recht. Sie erreicht fast Schallgeschwindigkeit und steigt in nur 2 Minuten auf mehr als 9000 Meter Höhe. Doch nach nur 10 Minuten ist es mit der Kraft vorbei. Der Treibstoff verbraucht. Technisch eindrucksvoll, aber militärisch sinnlos. Nur 9 US-Bomber werden vom Kraftei abgeschossen. Ein weiteres Wunder, das sich als Illusion entpuppt. Die deutsche Führung verkündete, der deutsche Himmel muss und wird wieder freigekämpft werden. Trotz aller Propagandaschwüre entscheidet am deutschen Himmel nicht Erfindergeist, sondern Produktionskapazität. Briten und Amerikaner haben Woche für Woche mehr als 10.000 Kampfflugzeuge im Einsatz. Eine Stadt nach der anderen verglüht im Feuersturm. Die vielen deutschen Neuentwicklungen sind allenfalls Symptome der Verzweiflung. Dies gilt auch für das wohl fortschrittlichste Flugobjekt des Krieges, das von 2 Tüftlern aus Bonn entworfen wird. Reimer und Walter Horten sind Pioniere in der sogenannten Nurflügler-Technik. Das Hauptmerkmal der Nurflügler ist, dass wirklich alle Teile des Flugzeugs Auftrieb erzeugen. Damit sind diese Maschinen natürlich viel effizienter als konventionelle Flugzeuge, die ja Rumpf und Leitwerk haben. Teile, die keinen Auftrieb erzeugen. Erste Testflüge im Frühjahr 1945 bestätigen die herausragenden Flugeigenschaften der Horten 9. Sie erreicht fast Schallgeschwindigkeit und ist nach Aussage der Testpiloten erstaunlich steig- und manövrierfähig. Natürlich in ausreichend großer Zahl hätten diese Jäger verheerende Wirkung gehabt. Die Luftwaffe hätte wohl die Vorherrschaft am Himmel über Deutschland zurückgewinnen können, wenigstens für eine gewisse Zeit. Gegen die Flugeigenschaften und die geplante Bewaffnung der Horten hätten US-Propellermaschinen nach Ansicht von Experten kaum Chancen gehabt. Kein Wunder, dass die Horten 9 bei Kriegsende ganz oben steht, auf der Wunschliste der Alliierten. 3 Prototypen gibt es im Mai 45. Einer wird vermutlich von Briten erbeutet, 2 von US-Truppen. Unsere Streitkräfte zerlegten die Maschine und transportierten sie über Cherbourg in die Staaten. Das war Bestandteil der enormen Anstrengungen, die wir damals unternahmen, um deutsche Technologie zu erbeuten und zu untersuchen. Eines der Beutestücke von damals hat überlebt und wartet auf die Restaurierung im National Air and Space Museum, Washington. Das Bauprinzip des Nurflüglers gilt bis heute als das Nonplusultra der Militärtechnik. In Symmetrie und Form gleicht der US-Tarnkappenbomber B-2 verblüffend genau dem geheimnisvollen Flugobjekt der Brüder Horten aus dem Zweiten Weltkrieg. Auch unsere nächste Geschichte beginnt in Hitlers Deutschland und führt bis in die Gegenwart. 7. März 1945. US-Panzer erreichen bei Remagen den Rhein. Die Brücke ist der letzte noch intakte Übergang über den Strom. Eigentlich soll auch sie gesprengt werden, doch die Amerikaner sind schneller. Hitler befiehlt, die Brücke zu zerstören mit allen Mitteln. Doch weder die deutsche Luftwaffe noch Kampftaucher der Marine kommen nah genug heran. Als letzte Möglichkeit wird der Einsatz einer Waffe befohlen, die eigentlich nur Flächenziele treffen kann.
11 Raketen vom Typ V2 werden auf Remagen abgefeuert. Vergeblich. Eine schlägt in der Nähe von Köln ein. Es war nichts weiter als eine bizarre Fußnote am Ende des Krieges. Es war schon absurd, dass sich die V2 gegen Ziele auf deutschem Boden richtete. Und purer Zufall, dass dann eine ganz in der Nähe der Brücke einschlug. Diese Angriffe auf Remagen sind nichts weiter als ein Akt der Verzweiflung. Gerade mal 15 Jahre sind vergangen, seit Fritz Lang mit seinem Film Frau im Mond die Fantasie der Zeitgenossen beflügelte. Ernst nehmen den Traum von der Mondrakete nur wenige. Am Anfang stehen eher abenteuerliche Experimente. Schneller, weiter, höher, mit Raketenkraft. An eine Waffe denkt noch kaum jemand. Einer der Pioniere ist der junge Wernher von Braun aus Posen. Er sucht einen Partner mit viel Geld, um seine Träume zu verwirklichen. Die Reichswehr der Weimarer Republik zeigt sich interessiert. Als das Militär sich einschaltete und als Geldgeber auftritt, verfolgt es natürlich ganz eigene und andere Interessen bei der Raketenentwicklung. Hier sollte der Versailler Vertrag umgangen werden, der ja vorschrieb, dass Deutschland keine schwere Artillerie haben dürfte. Raketen aber waren 1919 in Versailles noch kein Thema. Und ob sie jemals militärisch nutzbar sind, steht in den Sternen. Die maßgeblichen Leute in der Heeresleitung waren dabei eigentlich sehr weitsichtig, denn sie haben jungen Leuten Geld gegeben und gesagt, entwickelt einfach mal etwas daraus und wir sehen am Ende, was herauskommt. Nach der Machtübernahme der Nazis 1933 wird die Unterstützung für von Braun fortgeführt. Hitler verspricht dem Militärs Aufrüstung und ist leicht zu begeistern für neue Technik. In Peenemünde auf Usedom beginnt 1936 der Bau einer riesigen Heeresversuchsanstalt. Sie kostet mehr als 300 Millionen Reichsmark. Seit 1937 arbeiten hier handverlesene Wissenschaftler an einem militärischen Raketenprogramm. Streng geheim. Die Erwartungen sind hoch. Mit Ausbruch des Krieges verlangen die Militärs einsatzfähiges Gerät. Keine unausgereiften Prototypen. Jeder Fehlversuch bringt in Erklärungsnot. Hitler glaubt fest an die neue Wunderwaffe, wie es heißt. Sie soll im Krieg den entscheidenden Vorteil bringen. Er fordert: Wenn es zum Einsatz kommt, dann müssen Hunderttausende von Geräten pro Jahr gefertigt und verschossen werden können. In Peenemünde hat man große Mühe, die Erwartungen zu dämpfen. Die neue Technik macht Schwierigkeiten. Dann im Oktober 1942 gelingt es erstmals, eine Rakete vom Typ A4 fehlerfrei zu starten. Der 3. Oktober 1942 ist ein entscheidendes Datum. Es war die Rechtfertigung des Raketenprogramms. Sonst hätte es wohl Schwierigkeiten mit Hitler gegeben. Endlich wurde der Beweis erbracht, dass eine große Rakete einen Gefechtskopf über hunderte von Kilometern transportieren konnte. Fast 5 Minuten lang ist die A4 in der Luft. Sie erreicht 5000 Kilometer pro Stunde, fast fünffache Schallgeschwindigkeit. Dabei steigt sie auf eine Höhe von 85 Kilometern. Es ist das erste Mal, dass ein von Menschenhand geschaffenes Objekt die Grenze zum Weltraum durchstößt. Die guten Nachrichten locken Nazi-Prominenz nach Peenemünde. Im Juni 1943 kommt Heinrich Himmler, der das Raketenprogramm dem Machtbereich seiner SS einverleiben will. Für die Massenproduktion bietet er Zehntausende Arbeitssklaven an. KZ-Häftlinge. 17. August 1943. Britische Bomber im Anflug auf Peenemünde. Sie treffen vor allem das Zwangsarbeiterlager. Das Raketenprogramm ist hier nicht mehr sicher. Himmler setzt sich durch. Die Produktion der A4 wird verlagert. Und die SS darf für billige Arbeitskräfte sorgen. Nordhausen am Südrand des Harzes. Seit Ende 1943 werden hier gigantische Stollen in den Berg getrieben. Für die unterirdische, bombensichere Raketenfabrik. Zehntausende Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge werden dafür missbraucht.
Dies sind gestellte Bilder von Hitlers Hoffotograf Walter Frenz. Von der wahren Tragödie in den Stollen zeigen sie nichts. Erst bei der Befreiung von Nordhausen im April 1945 zeigt sich das wahre Ausmaß. Ein Überlebender erinnert sich. Überall Tote, Sterbende, Ruhr- und Typhuskranke. Erbarmungslos wurde von der SS hineingeschlagen, um das Tempo zu beschleunigen. Goebbels verleiht der A4 einen neuen Namen. V2, Vergeltungswaffe 2. Am 7. September 1944 kommt sie erstmals zum Einsatz. Sie kann nur Städte treffen. London, Paris, Antwerpen. Die V2 war eigentlich eine Terrorwaffe. Und das hat sie letztendlich auch umgesetzt. Einen strategischen Erfolg konnte man sich von dieser Waffe eigentlich nicht erwarten. Durch diesen Terroreinsatz sind mehrere tausend Zivilpersonen ums Leben gekommen. Es ist eigentlich beklemmend, wenn man bedenkt, dass die Produktion der V2 mehr Menschenleben gekostet hat als ihr Einsatz. 12.000 Opfer kostet der Bau der V2. Die verantwortlichen Konstrukteure werden nicht zur Rechenschaft gezogen. Im Gegenteil, mehr als 100 Raketen samt Personal verfrachten die Amerikaner nach New Mexico. Die V2 wird von ihnen konsequent weiterentwickelt. Als Waffe und als Vehikel für den alten Menschheitstraum. Am 16. Juli 1969 startet Apollo 11 zum Mond. Ein großer Schritt für die Menschheit, wie es heißt. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn am Anfang dieses Traums steht der Albtraum des Raketenprogramms der Nazis. Wir können froh sein, dass die sogenannten Wunderwaffen Hitlers Krieg am Ende nicht verlängert haben. Denn die Folge wäre wohl gewesen, dass die erste nukleare Bombe nicht in Japan, sondern über Deutschland abgeworfen worden wäre. Die einzige Geheimwaffe des Zweiten Weltkriegs, die tatsächlich kriegsentscheidende Bedeutung hatte, hätte, wie wir heute wissen, dann am ehesten eine Doppelstadt am Rhein getroffen. Mannheim, Ludwigshafen. Das zumindest ist den Menschen dort erspart geblieben.